Moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Fly with Chris. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Wetter ist noch richtig gut, soll um 13 Uhr ein bisschen schlechter werden, aber das nutzen wir jetzt voll aus bis dahin. Wir haben es aktuell 9.30 Uhr und wir machen einen schönen Ausflug. Ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lang, sondern machen schnell die Abflugchecks und dann fliegen wir als allererstes durch die Kontrollzone Hamburg. Und dann wollen wir mal loslegen. Delta Echo Golf Charlie rollt auf die Piste 27 und startet. Es geht wieder los, ja! So, schön am Boden halten, 55 und hoch. Guten Flug dir, Chris. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. Danke. Es ist immer schön, wenn man einen schönen Flug gewünscht bekommt. So, 750 Fuß, wir haben noch einen Helikopter auf der linken Seite vor uns. Halten wir schön ein Auge, nicht, dass wir uns zu nahe kommen. So, Pitot-Horizon ist an, Landesscheinwerfer geht jetzt aus. Ah, ich muss ein bisschen gucken, dass ich den Helikopter ins Sichtfeld behalte. Und rechts alles frei, wir gehen nach rechts weg. Oh, ist das schön. Es ist schon ein bisschen diesig, aber es ist einfach, die Sonne ist da und nach so vielen Tagen, wo es einfach schlecht war, ist das natürlich einfach ein Traum, wenn das Wetter wieder ein bisschen mitspielt und wir ein bisschen fliegen können. So, 2000 Fuß haben wir jetzt erreicht. Wir melden uns gleich mal in Hamburg an, sobald da eine Funkstelle frei ist. Und dann rufe ich da mal rein und frage, ob wir durch die Kontrollzone fliegen dürfen. Hamburg-Turm, Delta Echo Golf Zulu Charlie. Delta Echo Golf Zulu Charlie, Hamburg-Turm. Delta Echo Golf Zulu Charlie, eine Cessna 172, eine Person VFR-Flug von Uetersen nach Rothenburg. Würde gerne durch die Kontrollzone fliegen, über Whiskey 1 nach Sierra 2 und dann die Kontrollzone über Sierra 1 wieder zu verlassen. Bin aktuell auf 2000 Fuß über den Elbmasten. Delta Zulu Charlie, Squawk 7005, QNH 1030. Delta Echo Golf Zulu Charlie Squawk 7005 und QNH 1030. Oh, ist das ein Traum? Ist das so schön? Delta Zulu Charlie identifiziert, fliegen Sie in die Kontrollzone nach Sierra 2, maximale Flughöhe 1500 Fuß. Delta Echo Golf Zulu Charlie, Einflug in die Kontrollzone genehmigt. Fliege nach Sierra 2 auf 1500 Fuß. So, Fahrgastvermögen geht raus und wir sinken auf 1500 Fuß. So, 1500 Fuß haben wir wieder und Gas hier ein bisschen rein. Ja, wir haben jetzt die Einfluggenehmigung bekommen, müssen aber auf 1500 Fuß sinken. Wir fliegen jetzt aber direkt nach Sierra 2. Das ist relativ eindeutig, das ist die Kölbahnbrücke. Ich habe das letztens auch schon über Hamburg gesagt, also über einen Rundflug Hamburg. Es ist einfach atemberaubend, über Hamburg zu fliegen und vor allen Dingen in die Kontrollzone rein. Und ja, es ist traumhaft. Und vor allem das Wetter heute wieder. Das war die letzten Wochen wirklich sehr, sehr schlecht. Und da ist das natürlich hier ein absoluter Traum und ein richtiges Geschenk. Und da freue ich mich richtig, dass wir heute wieder fliegen können. Ja, wir fliegen heute nach Lüneburg. Und da habe ich mir gedacht, lass uns doch noch schnell durch die Kontrollzone Hamburg. Das ist immer so ein kleines Spektakel, finde ich. Und das macht richtig viel Spaß. Ja, ich werde im Video ziemlich abgehakt klingen, weil hier ziemlich viel gefunkt wird und ich dann immer kurz unterbrechen muss.
Da vor uns kann man jetzt auch schon die Kölbahnbrücke sehen. Und das ist Sierra 2, ein Pflichtmeldepunkt. Das heißt, da fliegen wir jetzt hin, das ist ein gemeldeter Punkt, da muss ich anfliegen und werde dann sagen, dass ich über Sierra 2 bin und dann werde ich weitere Anweisungen bekommen, wo ich dann hin soll. Delta Echo Golf, Zulu Charlie über Sierra 2 in 1500 Fuß. Zulu Charlie, verstanden, nächste Meldung Sierra 1. Delta Echo Golf, Zulu Charlie, fliege nach Sierra 1 und werde diesen melden. Ja, wir drehen jetzt hier rechts ab und fliegen der Route Sierra 1 nach. Die ist sehr genau vorgegeben. Das heißt, wir haben jetzt aktuell die A7 hier vor uns und die müssen wir auf der linken Seite halten, relativ unter uns. Und dann passt das. Ja, heute ist mal kein Stau auf der A7. Meistens ist es so, wenn ich dann da lang fahre, ist dann ein Mordstau. Aber das liegt natürlich auch daran, dass aktuell da ja auch sehr viel gebaut wird. Vielleicht erkennt sich ja auch jemand wieder, der gerade auf der A7 unterwegs war und jetzt sein Auto von oben sieht. Sein Auto. Sein Auto von oben sieht, natürlich. Wer kennt's nicht, das Auto? Ja, obwohl hier ist Stau, ne? Delta Echo Golf Zulu Charlie hat jetzt gerade Sierra 1 überflogen in 1500 Fuß. Delta Zulu Charlie, Squawk 7000, verlassene Frequenz genehmigt. Delta Echo Golf Zulu Charlie, Squawk 7000, vielen Dank für den Zollservice. Okay, habe ich mich nochmal versabbelt. Ja, habe ich mich nochmal schön versabbelt. Man will, finde ich, immer in Hamburg sehr schnell sein, damit die nicht warten müssen auf irgendwas. Aber versabbeln ist natürlich dann auch doof. So. Jetzt haben wir die Kontrollzone gerade verlassen und ich finde 1500 Fuß ziemlich tief. Somit Mixtur voll rein, Vollgas und hoch. Ja, das Problem an zu tief ist halt einfach, wenn irgendwas sein sollte, habe ich relativ wenig Zeit zu reagieren und das finde ich sehr, sehr schlecht und von daher lieber schön hochfliegen. 2000 Fuß ist so eine meiner Lieblingshöhen. Es geht noch viel, viel höher natürlich. Wenn man jetzt Reiseflug betreibt, dann gibt es ja die Halbkreisregeln. Da ist man deutlich höher unterwegs. Aber hier für die Nähe, also für diese kleinen Regionen, wo wir immer aktuell hinfliegen, da sind 2000 Fuß immer eine ganz schöne Höhe. Auch eine Frage von euch, auf wie viel Fuß mache ich denn aktuell meine Rundflüge? In der Regel mache ich sie auf 2000 Fuß. Das ist so eine Höhe, wo ich die Leute am Boden jetzt nicht grundsätzlich störe, weil so ein Flugzeug ist natürlich schon relativ laut, dann nimmt man mich nicht so präsent wahr. Lange Informationen, Delta Echo Golf Zulu Charlie. Moin, die Delta Echo Golf Zulu Charlie, eine Cessna 172, eine Person VFR, Flug von Uetersen nach Rothenburg. Gerade Sierra 1 rausgeflogen, bin aktuell auf 2000 Fuß und erbitte Verkehrsinformation. Delta Echo Golf Zulu Charlie, Squawk 7740 und QNH 1030. Ja, und da sind wir schon bei Landinformationen angemeldet. Das ist einfach auch ein bisschen sicherer, weil wir haben hier gleich unterhalb von Lüneburg auch Restricted Area, also ja, Zonen, wo wir nicht reinfliegen dürfen. Und da bin ich zwar selber für verantwortlich, da nicht reinzufliegen, aber falls da ein Fehler passiert, habe ich immer noch ein Backup-System und das ist dann Landinformationen, die mich eventuell nochmal davor warnen. Wir sind auf dem Weg nach Lüneburg, sind jetzt auch gleich schon da. Die Lüneburg ist ja bekannt auch durch ihr Salz und durch ihr damaligen Kalkabbau. Und damit ich auch meinen Bildungsauftrag hier erfülle, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar, Lüneburg ist vor allen Dingen durch den Reichtum im Mittelalter durch Salz bekannt. Also dort wurde damals im Mittelalter das Salz abgebaut. Und dort ist auch immer noch das Deutsche Salzmuseum. Und man kann jetzt dort auch beobachten an den Häusern, dass sie dort am Salzstock schon abgesackt sind. Dadurch, dass der Abbau damals da war, sacken sie heutzutage immer noch ab und stehen da
mittlerweile schief. Einwohnerzahl 75.599 und Lüneburg ist nicht nur durch den Salz- oder durch den Kalkabbau bekannt, sondern auch durch den ADAC-Fahrsicherheitstraining zum Beispiel oder durch die dortige Gipsfabrik. Da sind wir auch gleich und dann machen wir einen schönen Rundflug über Lüneburg auf 2000 Fuß und gucken uns dann Lüneburg mal von oben an. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, seitdem ich hier oben unterwegs bin, ist mir aufgefallen, wie viele Golfplätze wir hier in Deutschland haben, also zumindest in Norddeutschland. Ich hätte das nie gedacht, dass wir so viele Golfplätze haben, aber gefühlt, wenn man, egal wo man hinfliegt, immer ein Golfplatz. In St. Michaelisdonn war es ja sogar so, dass ein Golfplatz direkt im Endanflug war. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass nicht gleich ein Golfer auszusehen, also so ein junger Golfer, sage ich jetzt mal, den Ball ein bisschen zu doll schießt und dann voll durch die Scheibe hier ins Cockpit. Das wäre sehr unangenehm geworden, wäre auf jeden Fall ein super Video geworden, aber auch ein bisschen gefährlich. Aber ich denke, die können schon sehr genau mit den Golfbällen zielen und ich hoffe, dass sie nicht darauf zielen, die Flugzeuge vom Himmel zu holen. Das links von uns, ich kann mal auf die Karte gucken, ist Badovik. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also schöne Grüße an die Leute, die in Badovik wohnen. Direkt vor uns ist auch der Flugplatz. Das ist diese kleine freie Fläche. Auf den Kameras kann man das, glaube ich, immer super schlecht sehen. Aber da ist ein bisschen Wald und danach kommt so eine Grünfläche. Das ist der Flugplatz Lüneburg. Dann sind wir jetzt über Lüneburg und machen jetzt einen schönen Rundflug über Lüneburg. Heute ist aber auch ein ganz besonderer Tag für mich und zwar habe ich heute Morgen schon die Maschine relativ früh rausgeholt und sie abflugbereit gemacht und alle Kameras installiert und geguckt, ob alles aufnimmt. Dann habe ich die Tore zugemacht vom Hangar und dann stand auf der anderen Seite, als ich rauskam, ein Zuschauer. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Ich habe mich schon immer mal gefragt, wann denn der erste Tag sein wird, wo ich denn mal einen Zuschauer von euch auch live treffe. Das war heute soweit. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Wir haben uns auch sehr nett unterhalten. Der ist jetzt auch in der Luft unterwegs in Richtung Nordwest, also entgegen der Schlechtwetterfront. Er wollte, glaube ich, ein bisschen entgegenfliegen, bis er gezwungen wird, umzudrehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall oder hoffe, dass du einen sehr schönen Ausflug gehabt hast. Und vielleicht sieht man sich ja auch bald wieder am Platz. Da freue ich mich auf jeden Fall. Also wenn mich jemand sieht, immer gerne ansprechen. Ich freue mich da, mit euch auch im Austausch zu bleiben. Ja,
An der Stelle beende ich jetzt auch das Video. Im nächsten Teil fliegen wir dann in Richtung Rothenburg. Vorher wollte ich aber noch über was anderes fliegen, was mich so ein bisschen reizt. Mal gucken, ob es wirklich so schön ist von oben. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Fürs nächste Video geht es hier entlang. Für die volle Dröhnung Fly with Chris geht es hier entlang. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.